So, wo ist Jonesy? Jonesy. Lauf doch nicht weg von mir her! Jonesy. Bring mir etwas bei. Natürlich. Ups. Sorry, du bist der Falsche. Ach so, doch, probehalber nochmal. Bring mir etwas bei. Natürlich. Ja, of course, right already. Angriffsstärke, seht ihr? Können wir nicht lernen. Weil wir haben eigentlich 10 Stärkepunkte weniger. Deswegen geht das nicht. Wir bräuchten noch 5 Stärke, um Angriffsstärke zu erhöhen. Wobei mir Paradestärke eigentlich wichtiger wäre. Bring mir etwas bei. Alles klar. So, von dir hätte ich auf jeden Fall gern, da spricht nichts dagegen, die Giftresistenz. Und danach bräuchten wir Konstitution 60. Hört ihr mir gegen immer Gift an der Schuhe? Mehr Rüstung brauche ich nicht, will ich nicht. Nein. Wir haben jetzt einmal Giftresistenz gelernt. Ja. Ich sag mal so, ein Level schaffen wir auf jeden Fall noch, dann hätten wir 4 Level. Ach man, es ist alles so schwierig, Alter. Es ist alles so schwierig in die Tat umzusetzen. Ich weiß es doch selber nicht so genau. Ob ich jetzt vielleicht wirklich einfach, obwohl wenn ich jetzt die Gerissenheit auf 70 mache, dann könnte ich jetzt die Konstitution ja noch gar nicht auf 60 machen. Dazu bräuchte ich ja dann erstmal das nächste Level. Wenn ich dann aber 16 plus 10 hätte ich noch 6, oh scheiße, dann würde ich das hier nicht mal auf 77 schaffen, um das gut aussehen zu lassen. Oh, jetzt wäre es doch gut, wenn man noch 2 Level schafft, ey, ich weiß es doch nicht. Mann, ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Oder wir verzichten einfach auf das letzte Magie-Ding. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung, es ist so schwer. Was brauche ich denn für Paradestärke? Dafür brauche ich Konstitution 70. Oh nein, das wird auch nichts. Okay, ich muss doch sehen, wie viel Level ich noch schaffe, ey. Ich muss echt sehen, wie viel Level ich noch schaffe. Wir haben jetzt auf jeden Fall einmal Giftresistenz gelernt. Sei es halt erstmal drum. Emotional weiß ich. Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Und Gerissenheit 70, es ist alles so knapp, es kommt jetzt quasi auf jedes Level an, was ich noch lernen kann, beziehungsweise was ich nicht mehr lernen kann. Jedes Level ist jetzt entscheidend. Konserve, Energieriegel, Brause. Ach du Scheiße. Nasty. Dann nehmen wir Nasty jetzt in die Gruppe und dann teste ich kurz mit Arx aus, was passiert, wenn ich das Proviantpaket nehme. Alles okay? Könnte besser sein. Mitkommen. Gut. So, dann saven wir mal eben. Und dann teste ich nochmal kurz das mit Arx und wir sehen uns hier gleich wieder und dann machen wir Nastys Quest. Also, wenn wir das Proviantpaket nehmen, dann mag Arx uns und bleibt normal bei uns. Ich habe jetzt kein Proviantpaket bekommen. Also die Kälte ist nicht gestiegen, nicht gesunken, daran hat sich nichts geändert. Und ich dachte, dass wir dann das Proviantpaket kriegen, aber wir haben kein Proviantpaket bekommen. Das heißt, es würde im Prinzip gar nichts passieren, wenn wir das nehmen, aber einfach aus dem Rollenspiel, dieser Charakter, der wir sind, wir nehmen keinen Charakter, was aus Menschenfleisch besteht. Alps sind ja quasi Menschen, ne, nur ein bisschen kälter. Und ich will kein Proviantpaket mit Menschenfleisch und deswegen bleiben wir unserer Entscheidung treu und teleportieren uns jetzt in den Hort und holen uns Nastys 2 Bücher, würde ich sagen. So, durch Arx seine Mission haben wir ein Viertel geschafft. Doch ich möchte echt gern die letzten Punkte verteilen, aber ich weiß halt echt nicht. Es hängt im Prinzip an 2 Sachen. Es hängt daran, will ich Angriffsstärke Stufe 2 haben oder will ich Magie Stufe 5 haben? Eigentlich will ich die Magie. Man muss auch ein bisschen vielleicht hin und wieder mal gucken bei den Waffen, der Todesstrahl. Da bräuchten, na gut, das müssten wir so oder so mit Amulett dann machen, aber dazu bräuchten wir die 5 Stärke plus ein Amulett, könnten wir den Todesstahl tragen. Der Erlöser bräuchten wir Geschick und Intelligenz, das fällt so völlig aus dem Rahmen von dem, was ich noch lernen will. Der Vollstrecker bräuchten wir 1 Stärke, das wäre im Prinzip easy. Der Witwenmacher, das wäre nur Stärke, Dr. Seltsam, das wäre wiederum Geschick. Es ist halt sehr kompliziert,
wir müssen uns für eine Sache entscheiden. Wir können jetzt leider Gottes nicht mehr alles machen, was man sich noch vorstellen könnte, machen zu wollen. Wir gucken einfach. Wir gucken, was wir noch an Level schaffen. Nee, keine Ahnung. Ja, zack, bumm. Ja, hallo, meine Schön. Ach so, und dem muss ich jetzt ja auch noch sagen, dass quasi der Angriff bevorsteht, dass die mir auch ihre Unterstützung eventuell zusagen. Ich werde bald den Eispalast angreifen. In der Tat. Eine große Aufgabe. Ich wäre gerne dabei, aber wir haben hier unsere eigenen Probleme. Ich hoffe, dein Vorhaben wird glücken. Und wir werden bald die frohe Kunde von deiner Wiederkehr aus dem Eispalast feiern können. Möge Kalan dir beistehen. Ey, Reinhold, wie blöd ist das eigentlich? Wisst ihr, die Welt wird von den Alps bedroht, also so das öffentliche Gutdenken der Menschen. Und die haben ihre eigenen Probleme. Welche Probleme von denen können denn bitte größer sein als der Erzfeind? Wie kommt man auf so eine Idee? Nur der Glaube wird die Menschen befreien. Ja, der sagt gar nichts dazu, auch sehr hilfreich, dankeschön. Dann will ich jetzt nochmal mit dem Penner sprechen. Ein weiteres Mal, sage ich mal so, die Chance ergreifen, eventuell, dass die Mission doch irgendwann nochmal als abgeschlossen gilt. Man wird ja immer mal träumen dürfen, oder nicht? Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Ich glaube, die Mission wird ewig verbuggt im Questlogbuch drinstehen. Naja, sei es drum. Scheiß drauf, ey. Scheiß drauf! Nee, ist die so doof, Alter. Wo rennt denn die rum? Wo rennt die Frau bitte rum? Über uns, glaub. Naja. Leck mich doch. So, wo sind deine scheiß Bücher? Oh. Mensch. Seltene Krankheiten. Hier steht etwas. Heilmethoden für Krankheiten. Auch der graue Tod. Ein Rezept für eine Tinktur aus Pflanzen. Vielleicht verrät mir ein zweites Buch, wo ich die Pflanzen finden kann. Hier steht, an welchem Orten seltene Pflanzen wachsen. Gasdolden wachsen üblicherweise in schattigen, stark bewachsenen Senken. Graukraut findet man häufiger auf begrünten Anhöhen im Hochland. Jetzt brauche ich nur noch einen fähigen Heiler, der mir die Tinktur gegen den grauen Tod zusammenbraut. Oh mein Gott. Ohne es jetzt zu wissen, aber ihr wisst ja, ich bin, ja, ich sag mal so, ich bin halt nicht der Dümmste. Und ich würde jetzt einfach meinen Tipp werfen auf, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, Akira, die Freundin von Stormson. Das ist eine Heilerin, auf die würde ich jetzt einfach mal mein werfen. Ja. Alles okay? Könnte besser sein. Naja, immerhin verehrst du mich so schon mal etwas. So, an dieser Stelle wollen wir es dann nochmal schnell ein bisschen weiter fortbringen. Das Amulett des Forschers, bla bla bla. Hier einmal hin, dankeschön. Zack, zack, wo haben wir hier was Neues? Natürliches Wachstum, aha. Gasdolden wachsen üblicherweise in schattigen und stark bewachsenen Senken. Graukraut findet man häufig im Hochland auf begrünten Anhöhen. Ja, besten Dank dafür. Sandiges Handbuch 2. Ich sag doch, dass wir 1, 2, 3 haben. In diesem Teil werde ich auf die Tier- und Pflanzenwelt von Tavar eingehen. Die Wüste mag zwar kahl sein, nichtsdestotrotz gibt es einige Pflanzen und Tiere, vor denen man sich hier in Acht nehmen sollte. Nummer 1. 6 Beine, harte, scharfkantige Schale, schnabelartiger Mund und große Klauen, das ist ein Whipper. Das bedeutet 1. Rennen, so schnell du kannst. Die Viecher sind selten allein und saugefährlich. Nummer 2. Sei bei den Schluchten und Klippen, die ganz Tavar durchziehen, vorsichtig. Ein falscher Schritt und du stürzt in ein Loch voller schwarzer, spitzer Stacheln. Nicht gut.
Nummer 3, Pflanzen. Auch wenn es keine Pflanzen hinter Wa gibt, die Menschen direkt angreifen, so gibt es doch genug, die dich umbringen können. Bei den Pflanzen hinter Wa muss man sich nur eines merken. Sie sind nicht essbar. Es mag ein oder zwei Sträucher geben, mit denen man etwas anfangen kann, aber der Großteil ist giftig. Lass einfach die Finger davon. Sicher ist sicher. Der graue Tod vermehrte sich kurz nach dem Einschlag des Meteoriten zusehends unter den letzten Überlebenden. Durch Mangel an Zutaten für ein Heilmittel führte er in 99% der Fälle zu einem langsamen Tod. Symptome sind Gereiztheit, starke Kopfschmerzen, wiederkehrendes Schwindelgefühl und im Endstadium ein Hirnschlag. Behandlung durch orale Einnahme einer Kräutertinktur aus einer Garstulde und einem Graukraut. Brief eines Forschers, das Amulett des Wanderers. Wenn das hier jemand liest, bin ich vermutlich schon lange Staub. Ach, das ist das, was wir für die 16 Kartenstücke aus dem Tresor bekommen haben. Schon seit ich denken kann, hat mich der Meteorit interessiert. Er brachte gleichzeitig so viel Zerstörung und große Macht in Form des Elix, ein Symbol der Verwüstung und Wiederauferstehung. Sehr lange schon stellte ich Forschungen darüber an, welche Folgen der Meteoriteneinschlag für das direkte Umland hatte und wie weit die Meteoritenteile und Splitter über das Land verteilt worden waren. Insbesondere die... Oh Moment, Fernseher will wieder ausgehen. Patsch. Insbesondere die größten Elix-Vorkommen habe ich auf der Suche nach einem Teil des Meteoritenkerns aufgezeichnet. Der Kern sollte alten Aufzeichnungen zufolge eine besondere Dichte aufweisen und musste bestimmt außerordentliche Fähigkeiten besitzen. Obwohl ich mich nicht in den Krater wagen konnte, da es durch giftige Gase und Strahlung lebensgefährlich war, in ihn hinabzusteigen, habe ich auf meiner langen Reise schließlich ein Stück des Meteoritenkerns finden können. Ich habe dieses besondere Geschenk versiegeln und an einer Kette befestigen lassen und in meinem Versteck gut verwahrt. Es soll nur derjenige einen Nutzen daraus ziehen, der meinen Spuren gefolgt ist und die Besonderheiten des Kerns zu schätzen weiß. Viel Glück damit, Fremder. Das Amulett haben wir bekommen. Kälteresistenz plus 25 und Leben plus 20, glaube ich. Oder umgedreht, keine Ahnung. Die erste Forschungsanlage ist fertiggestellt. Wir arbeiten nun an der Optimierung unserer Technik. Für weitere Experimente wird mehr Material benötigt. Wir brauchen mehr Objekte, die wir testen können. 5.3.155. Heute konnten wir zum ersten Mal eine 70% Elix-Ausbeute verzeichnen. Das Versuchsobjekt war nach der Extraktion nicht mehr brauchbar. Ein Wissenschaftsteam beschäftigte sich gerade mit den übrigen 30%. 17.3. Der leitende Ingenieur benötigt einige Bauteile, um die Anlage zu optimieren. Die Liste wird separat zugestellt. Nach dem Test des neuen Prototyps werden neue Ergebnisse vorliegen. 2.4. Die Optimierung hat eine Steigerung um 15% gebracht. Die Ingenieure werden die eingeschlagene Richtung weiter erforschen. Für mehr Tests benötigen wir mehr Material. Die erste Elix-Lieferung wird Mitte des Monats fertig sein. 13.5. Rückschlag. Die Maschine hält eine intensive Nutzung nicht aus. Wichtige Teile sind zerstört. Außerdem war nur eine Optimierung um wenige Prozent möglich. 19.7. Nach mehreren Fehlversuchen haben wir heute einen weiteren Prototypen getestet. 97% Elix-Ausbeute. Wenn der Prototyp einer dauerhaften Nutzung standhält, kann der Bau weiterer Konverter eingeleitet werden. Ach was, die haben es... Alter, die haben es im Jahr 155 mit den Konvertern begonnen und wir sind im Jahr 160. Das heißt, die Konverter laufen erst seit 5 Jahren. Ich hab gedacht, die laufen schon seit 100 Jahren oder so. Alter. Ach, naja. Dann können wir entscheiden, ob Seite 3 so wichtig ist oder nicht. Ich habe mich einer Gruppe angeschlossen, die sich selbst die Freien nennen. Endlich einmal Gleichgesinnte, die sich von keinem Idioten sagen lassen, was Sache ist. Jetzt ziehen wir umher und machen das, was uns passt. Eddie ist der Beste überhaupt. Er hat meistens die besten Ideen, wenn wir uns mal wieder langweilen. Einfach geil, was der Typ alles drauf hat. Besonders dieser Trick mit seiner Münze. Heute hat er an der Küste eine Ruine gesehen. Die könnten wir zu unserem Hauptquartier machen. Hat auch noch was von Sicherheit gefaselt und dass uns keiner angreifen könnte. Überzeugt hat er uns natürlich direkt. Eddie ist der Meinung, dass wir uns hier verschanzen sollen. Die ganze Zeit prophezeit er einen Alpangriff. Ich glaube, er scherzt. Wahrscheinlich wird er sich heute Abend über unsere dummen Gesichter lustig machen. Wir sind nicht sicher. Sie sind überall. Eddie hat recht. Sie werden kommen. Tja, uns fehlt leider Teil 3. Ich hoffe, das finden wir noch. Memo und die Wachposten. Mit sofortiger Wirkung treten folgende Befehle in Kraft. Ab heute wird diese Basis Fort Vulkan genannt.
niemand ohne gültige und vom Commander persönlich unterschriebene Genehmigung darf Fort Vulkan mehr verlassen oder betreten. Wird festgestellt, dass ein Individuum wissenschaftliche Expertise zeigt, ist dieser sofort zum Commander zu bringen. Es ist dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter der Fabrik in ihren Büroräumen verbleiben. Tagsüber ist es ihnen gestattet, für 3 Stunden und unter Aufsicht hinauszugehen. Da Unbedenklichkeit des Umgebungswassers unklar ist, jedes Wasser vor dem Trinken abzukochen. Obiges gilt ebenfalls für sämtliche Nahrung. Oh Scheiße, wie viel gibt's denn hier, ey? Wir bitten euch, besser auf die Zugangsberechtigung der Leute zu achten, die hier herumlaufen. Gestern hat sich diese Reporterin Laurie Stetten schon wieder hier eingeschlichen. Das muss aufhören. Wer dabei erwischt wird, ihr Zugang zur Anlage zu gewähren, wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Gezeichnet Management. Den noch und dann machen wir erstmal wieder Schluss. Kein Bock mehr. Wir geben dem Meteoritengestein jetzt einen Decknamen, denn es reicht mir, dauernd von dem Zeug reden zu müssen. Deckname Blue. Der Commander sagt, wir fördern zu wenig Blue und wir sollen so viele Männer und Maschinen nehmen, wie wir brauchen. Das Problem ist wohl, dass es kaum noch Blue in den Überresten gibt. Das Zeug scheint zu wandern. Es sickert quasi durch das Gestein in den Boden. Inzwischen ist es wohl schon fast überall drin. Wir dürfen nicht mal mehr einen Apfel essen, ohne diesen vorher abzukochen. Was für ein Quatsch. Wenn es sowieso überall drin ist, macht es doch auch keinen Unterschied mehr, oder? Wie dem auch sei. Ich habe den Befehl, mehr zu fördern, koste es, was es wolle. Die Wissenschaftler im Berg brauchen anscheinend extreme Mengen davon. Also nehmt die Lastwagen, nehmt die Panzer, wenn es sein muss. Von mir aus sprengt das Zeug. Jetzt habe ich es doch gesagt. Mit den Panzern aus dem Berg heraus. Munition haben wir mehr als genug. Wir sehen uns später beim Essen. Erzähl mir, wie es gelaufen ist. Vielleicht haben wir es aber auch gleich geschafft. Wache schieben. Tag ein, Tag aus Wache schieben. Außer ein paar Krabbelfiechern kommt doch keine Sau hier vorbei. Wie auch. Das Versteck ist einfach zu gut. Slater wird das nicht kapieren. Diskussionen führen zu nichts. Nur weil er mal Bexas Arsch geleckt hat, heißt das nicht, dass er hier das Kommando hat. Aber er benimmt sich so. Naja, ich penne mir einfach meine Stunden zusammen. Slater ist fast immer unterwegs, da kriegt er davon eh nichts mit. Doch, wir haben es gleich geschafft. Scheiß drauf, ey. 2.17 Uhr Alarm ausgelöst. 2.20 Uhr Sicherheitsteam hat Einbruchstelle gesichert. Auslösung Alarmcode 3. 3:30 Suche nach Eindringlingen erfolglos. 4:02 Code 13 von Zentrale erhalten. 5:13 Sicherheitsteam hat Fehlalarm bestätigt. Wiederaufnahme Code grün. 6:47 Ablauf komplett normalisiert. Keine Ahnung, sorry. Ich möchte auf meinem Zimmer heute Abend um 6 Uhr ihren teuersten Wein. Zimmer Nummer 9, Daisy. Das hier ist unser Stoff. Verstanden? Also besorg dir was anderes. Mann, das Zeug ist so gut. Ihr Trottel, nichts ab. Unser Freund braucht's ja nicht mehr. Ja. Oh, sauber. Anscheinend nur noch das Foto und dann endlich wieder. Oh, endlich wieder auf dem richtigen Stand. Endlich. Ach du Scheiße. Ich muss jemanden finden, der mir ein Heilmittel für Nasty herstellen kann. Es gibt sicher einen geeigneten Schieber im Vor oder einen Highline Goliath. Okay, im Vor also auch, aber wir wollen natürlich Goliath. Gasdullen wachsen üblicherweise in schattigen, stark bewachsenen Senken, also im Unterland von Edan. So, wo ist das Graukraut? Das Graukraut ist irgendwie da. Wartet, das könnte ich mir natürlich ganz einfach machen, indem ich da einfach meinen Marker hinsetze und die Gasdolde. Oh, das passt sich ja mit der Quest hier sogar zusammen. Okay, das ist gar nicht so schlecht und nur mal kurz gucken, das ist Akira, ja? Nee, ist doch Kaldrim, okay, nicht Akira. Bin ich doch nicht so schlau, aber egal. Und wer wäre der andere? Der bekloppte Doc, ja? Ja, ich denke, da ist ganz klar, für wen man sich dort entscheidet. Wir machen die Gasdolde an, dann haben wir das und das. Und teleportieren uns erstmal und machen erstmal den hier. Und machen direkt noch diese komischen Container hier mit. Dann gehen wir am besten von hier los. Sorry, durch meine Inkompetenz habe ich vergessen, unser Amulett wieder anzulegen. So. Kein Problem.
Kein Problem mit Ul. Ich überlege echt, die Gerissenheit auf 70 zu machen, weil ich glaube, die Magie zu steigern, das wäre einfach noch geiler. Weil im Nahkampf, wir brauchen halt... Mehr davon. Wir brauchen halt nicht mehr unbedingt... die Angriffskraft 2, weil wir zurückstoßen zählt ja eigentlich nur bei den Großen. Ob wir die Kleinen zurückstoßen oder nicht, das ist eigentlich nicht so wichtig, ja? Und dadurch wäre es einfach wichtiger oder würde uns am meisten bringen, wenn wir uns durch unseren Heilungszauber noch ein bisschen mehr heilen. Und da bringt es ja 20%. Da heilen wir uns dann anstatt um 90 um 100. Das bringt einfach viel mehr. Und das hier wird auch noch ein bisschen mehr Schaden machen und das macht schon einen guten Schaden. Oh, was haben wir hier? Also nicht das Vieh, sondern die Kisten. Alter. Elixid-Metallschrott, sieh mal einer an. Da war eine Heilpflanze. Oh scheiße, muss ich jetzt diesen schrägen Berg da hoch, wo wir mal diese wandernden Plünderer getötet haben? Ups, sorry Alter, ich hab dich gar nicht gesehen. Das tut mir so leid. Das tut mir wirklich leid, dass ich dich übersehen habe. Dabei hast du so einen glühenden Arsch. Ist hier auch was? Ja, vielleicht kommen wir dran vorbei. Sehr gut. Ja, ich glaube, dadurch, dass wir hier lang gegangen sind, sind wir jetzt quasi voll den Umweg hier. Oh, nee, guckt euch an. Ich glaube, wir sind voll den Umweg gegangen. Scheiße. Oder? Ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur grundlos verwirrt. Da-da-dim, 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 da-ma-da-ja. Warte. Da ist noch einer. Das Scheißvieh tut Ärger. Wir sind doch keinen Umweg gegangen. Es war sogar hier auf diesem Dingsbums-Gebiet Graukraut. Graukraut. In der Tat eine seltene Pflanze. Die brauche ich für Nestys Heilmittel. Ja. So, und irgendwo hier sind dann die Container. Da sind die Container. Oder, Alter, da sind sogar Menschen. Warte, das ist ein Alp. Okay. Ist ein böser Alp. Alter, Nasty, was ist so manipulierte Kampfmaschine? Alter, der hat die Kleriker-Kampfmaschine manipuliert. Dieser Hund. Oh nein! Oh nein, er hat Mechaniker getötet. Und hier. Noch ein Kleriker. Oh nein, Alter, die Kleriker, die wurden... Alter, ein Alp. Ein Alp hat die ganzen Kleriker kaputt gemacht. Wie lächerlich ist denn bitte das? Kurzer Arbeitsbericht. Na seht ihr. Mal eben zu den komischen Containern und schon wieder was Neues zum Lesen gefunden. Schon wieder mehr Story-Hintergründe erfahren. Eine kleine neue Story nebenbei. Ach du Scheiße, da ist ein Karren. Den Karren müssen wir eigentlich auch untersuchen. Obwohl, ja, das können wir machen und danach wegteleportieren, weil das war's ja. Wir haben die Pflanze und wir haben das hier. Und eine Truhe auch noch. Zu einfach. Kleiner Heiltrank-Elixid. Na schade, kein Mechanikerhelm, der uns jetzt, glaube ich, noch gefehlt hat. Perfekt. Perfekt Mana. Was kann man sich Besseres wünschen? Och nein, Alter. Wieso habt ihr denn keinen Brennstoff, ey? Ihr verfluchtes Pack. Ach Mist, ich dachte, das ist ein Memo. Okay, das war's anscheinend. Nur, das war gar nicht so schlecht hier.
Da muss ich mal sagen, das hier war jetzt gar nicht mal so schlecht. Jetzt noch die Kiste, der Karren. Jetzt da bitte noch irgendwas Schönes und dann sind wir doch zufrieden. Goldener, ach, ein Krug, ey, jetzt habe ich mir gerade, oh, jetzt habe ich gerade von einem goldenen Kelch geträumt. Och, das sind gar keine Reißer, das sind Hornwölfe. Ach du Scheiße, ey. Oh nein, die machen Nasty tot, ey. Komm, hallo. Mann, wo sind die denn alle? Tja. Was macht denn der Letzte? Da kommt der irgendwann mal. Was ist falsch mit dir? So, alles gut jetzt? Ihr seid jetzt in einer besseren Welt. Seht ihr, die hätten uns jetzt beispielsweise nicht mehr angegriffen, wenn wir das Tierliebhaber-Talent hätten, was weiß ich, wie es heißt. So, können wir zum nächsten Punkt, ja? Haben wir es geschafft, hoffe ich, glaube ich. Vielleicht, maybe. Alter, voll die Wanderung da. Okay, weg hier. Nasty, nächstes Ziel. Dann machen wir gleich, zack. Ja, das ist gut, wir machen direkt. Warte, 1, 2, 3. Genau, geil. Alles im Arsch hier. Ganz schön eckig. Im Arsch? Eckig im Arsch? So, muss ich hier runter? Muss ich das kurz anwerfen, die Quest? Fuck, ey. Genau nach meinem Geschmack. Das freut mich. Das freut mich, wenn das dein Geschmack ist. Dann wird das bestimmt doch unterirdisch gewesen sein. Dann gehen wir da einfach mal gucken. Ich weiß ja noch ungefähr, wo es hier nach unten ging. Oh mein Gott, Alter, ich habe mich schon wieder in die Hose gekackt. Alter, ihr widerwärtiges Pack. Ja, die sind aber anscheinend alle über uns. Na doch, die sind alle über uns. Das heißt, sie können hier eigentlich nicht runter. Man muss ja nicht immer die Quest anmachen. Man kann ja auch mal sowas geschissen kriegen. Hier ist es. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach. Doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte. Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte,
wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern. So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das sich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch? Unsterblich, unerreichbar, übermächtig. Die Krone der Evolution. Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins.